Hallo und willkommen bei den How-To Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr euer Sony Xperia 5 Mark 5 ein- und ausschalten könnt bzw. den Google Assistant von der Seitentaste lösen könnt. Und zwar ist das ja so, dass man hier an der Seite das Gerät sperren und entsperren kann. Und man würde ja meinen, dass hier dann auch das Ein- und Ausschaltmenü liegt. Das ist jedoch nicht der Fall. Wenn wir da lange drauf drücken, öffnet sich hier dieser Google Assistant. Und zum richtigen An- und Ausschalten müssen wir die Seitentaste zusammen mit der Lauter-Taste drücken und kommen dann erst auf dieses Menü zum Ausschalten und zum Neustart. Und zum Anschalten wiederum würden wir dann wieder lange auf diese Seitentaste drücken. Das können wir jedoch ändern, indem wir einmal in unsere Einstellungen gehen und dann ganz nach unten bis System. Da klicken wir dann drauf und haben hier Gesten und Bewegungen. Und wenn wir hier einmal durchschauen, hier an dritter Stelle ein Ausmenü. Hier ist gerade eingestellt, wie gesagt, gedrückt halten, um Assistant zu starten. Da klicke ich dann drauf und schalte hier den Regler aus. Wenn ich jetzt mal wieder alles schließe und dann lange nur auf die Seitentaste drücke, öffnet sich nicht mehr der Google Assistant, sondern eben dieses Ein- und Ausschaltmenü, was ich auf jeden Fall sehr viel angenehmer finde, da ich den Google Assistant eigentlich gar nicht benutze. Aber das kann natürlich jeder machen, wie er das möchte. Ich hoffe, dieses Video zum Ein- und Ausschalten eure Sony Xperia 5 Mark 5 hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.